Also die Tageszeit. Aber als das Spiel rauskam, ich fand das schon richtig cool. Weil so hast du ja Link nicht wirklich. Ist ja wie ein kleiner Anime, ne? Ist ja voll der Anime-Typ hier. Ja. Das ist schon cool. So ein, aber richtiger alter Stil. Also nicht ganz alter Stil, aber hau mal raus, Kehl. Da will ich wissen. Der Streamtitel ist falsch. Nein, ich hab den schon aktualisiert. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ob das. Ist das hier ein anderes Intro? Nur die Tageszeit eben. So dass du in Ages war Sonnenuntergang und dann hätte ich. An sich ist es dasselbe Intro. Und ja, bin ich gespannt. Also ich finde halt auch, und einige im Chat auch, dass Ages der bessere Teil ist. Auch die coolere Welt irgendwie. Aber man, oh, Seasons ist auch richtig cool. Die sind alle cool. Also wie gehen schon, weil ihm voll langweilig ist. Nein, Mann, ich will gerne immer. Sagt er nur, weil ihr Nairo cooler findet. Gibt's doch alle zu. Bei mir ist nichts aktuell, das dauert immer ein bisschen. Ist ja im Endeffekt auch egal, ihr wisst ja, was wir Ages spielen. So Leute, Oracle of Argus. So spricht man das aus, oder? Oracle of Argus. So. Das war wieder schön auf Deutsch, Alter. Auf Deutsch! Gamelink oder Geheimnis? Na, was wohl? Gamelink. Nee, geht nicht. Dann wo Geheimnis? Ja, was wohl? Sagt er so, als wäre das selbstverständlich, weißt du? So, ich habe mir das tatsächlich übrigens auswendig gemerkt. Ja. Massan, 3 Monate Treue. Vielen, vielen Dank. Wenn ich ab und zu nach rechts gucke, dann ist das nur, weil ich gucken muss, ob die Verbindung zu Marcel noch steht. Zu Marell, zu Maröl. FTW, was? Nee, nur FT. FT-Kasten. Ist ein T oder ist ein Plus? Da muss man vorher aufpassen. Früher hat man sich ja noch die Dinger auf Zettel geschrieben. Ja. 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 Hatte gestern ja einen Retro-Stream, NES-Spiele habe ich gespielt. Und da habe ich erzählt, wie mein Opa, da ist mein Opa ja so ein mega Crack war früher. Und waren auch die ganzen, die Notes hinten bei den Anleitungen, ne? Kennst du noch die Notes-Seiten? Kennt ihr noch die Notes-Seiten, Leute? Also es war quasi, Da muss man eher fragen, kennt man noch Anleitungen? Ja, genau. Früher hatten Spiele immer eine Gebrauchsanweisung. Das heißt jetzt, Achtung, kaum zu glauben, da war tatsächlich ein kleines Heftchen drin bei den Spielen. Die einem halt nicht nur die Steuerung erklären, sondern auch die Geschichte, die Charaktere, ein paar Items und so weiter und so fort. Und auf den letzten paar Seiten waren immer freie Seiten für Notizen, die Note-Seiten. Und die hat mein Opa tatsächlich mit allem möglichen Zeug vorgekritzelt, der auch krass war, also gut war. Nicht nur Passwörter, alles Mögliche. Krass, ja. Ich habe ein viertes Herz. Ja. Alter. Ja, ja. Texttempo schnell. Weiter geht die Reise. Oh Gott. Sie ist in einem neuen Land. Oh, oh. Erstmal wieder. Oh, ich hab immer noch Blähungen. Oh, Nox, General der Finsternis. Nee, der ist schon tot. Twinrover wird deinen Untergang, okay, ich wollte schon sagen, nicht vergebens sein lassen. Sieh, oh, Nox, ich bin tot. Das Leid, das du verursacht hast, brennt nun in der Flamme der Zerstörung. Brennt nun wie das Chili von gestern. Du sagst es. Wenn die Flammen der Qual und der Verzweiflung, es sind doch bloß nur ein Spiel, es sind nicht zwei Spiele, gemeinsam lodern, dann werden wir unsere Opfer bringen. Ja, das wird die finsteren Riten der Gerudo vervollständigen. Warum sind die immer so finster und böse? Dann wird der König des Bösen mit uns Chili essen. Geil! Oh, eine Flamme brennt schon. Oh, scheiße, Mann. Oh, oh. Und da fallen wir runter so. Aber das musst du jetzt mal erklären. Das scheint ja also so zu sein, als wäre das alles schon passiert mit Dean. Heißt das jetzt in unserer Timeline quasi, ist das Spiel jetzt irgendwie. Wir müssen ja ein anderer Link sein, oder nicht? Nein, du bist derselbe. Du bist ins nächste Land gereist. Achso, und ich bin einfach so wieder schwach, weil man das früher nicht begründen musste, wahrscheinlich. Ja. Okay. Gut. Du hast deine alten Waffen hast du Dean gegeben, damit sie sich besser verteidigen kann. So, meinetwegen. Okay, das akzeptiere ich doch. An Weihnachten schon mal voller Vorfreude die Anleitung durchblättert, bevor man aufs Zimmer durfte, um zu spielen, war immer das Beste. Ganz ehrlich, Anuki? Ja, tatsächlich erinnere mich auch sehr an diese Zeit. Kirby's Fun Pack war eins dieser Spiele. Donkey Kong Country 2 habe ich bekommen damals zu Weihnachten. Was war da doch alles? Kirby Crystal Shards hat auch ein paar Jahre später und immer war es Mega-Hype.
Ich muss generell mal sagen, nebenbei, bevor ich jetzt hier weiterspiele, Marcel, geht dir das auch so? Ich meine, das ist ja jetzt kommen Leute, ja, ist aber ganz normal so, aber wenn ich mir bedenke, ne? Wenn ich zum Beispiel früher. Ja, Kirby 64 ist ein gutes Beispiel. Das hat meine Mutter mir gekauft, so 2 Monate vor Weihnachten. Und ich war dabei, als ich es gekauft habe, weil ich es mir aussuchen durfte, ne? Mhm. Und das war so geil, darauf zu warten. Das war so unerträglich gleichzeitig. Aber auch so dieser Moment, das dann endlich zu haben oder zu wissen, dass ich das bald bekommen werde. Das war so was Krasses, Besonderes. Und heute gehst du auf Steam, weißt du, kaufst erstmal, oh krass, alles wieder im Angebot, erstmal 30 Spiele. Irgendwie so, so rein vom Feeling her, das ist schon was anderes, oder? Definitiv. Als Kind, da ist das halt noch so eher eine Seltenheit, weil bisschen auf das Geld deiner Eltern angewiesen bist oder eben auf so eine Feiertage, Geburtstag, Weihnachten. Und da ist das halt schon was Besonderes, ja. So entstehen dann auch übrigens die starken nostalgischen Gefühle, weil ich kann euch versichern, Leute, diese ganzen Spiele, Majora's Mask, Kirby, Crystal Charles, Kirby's Fun Pack, Donkey Kong 2, ich habe die so intensiv gespielt, auch irgendwie mehrfach dann immer auf 100% immer hintereinander weg und sowas, weißt du, das ist schon, oder ist jedenfalls Versuch, weil Donkey Kong habe ich, glaube ich, nie geschafft als Kind 100%. Aber das ist ja auch übel. Aber das war schon krass, weil wenn ich jetzt so zurückdenke, ich kann mich gut an dieses Gefühl erinnern, sage ich mal. Hast du nicht sogar mal erzählt, dass man Majora's Mask bei dir, dass du noch länger drauf warten musstest, weil ja hinter das Vertrauen so wie voll. Ja, ey, Majora's Mask, das war so schlimm. Wir hatten einen, wir wohnten in so einer relativ kleinen Stadt, Leichling heißt die. Und da gab es genau einen Elektroladen. Das war ein Viehbrand. Ich weiß gar nicht, ob es die Kette überhaupt noch gibt heutzutage. Red Zack hieß es ganz, ganz früher, Ewigkeiten her. Und irgendwann umbenannt zu Viehbrand. Und bei dem haben wir bestellt, weil der manchmal, der konnte auch Spiele bestellen, und der hat uns 4-mal angerufen, um die eigentliche Bestellung zu verschieben, dass es doch noch nicht angekommen ist. Und beim 4. Mal war voll das Szenario, da hat meine Mutter da angerufen, hat richtig Stress gemacht, so von wegen, weil ich hatte den Spieleberater schon da, muss ich dazu sagen, ne? Mhm. Weil den habe ich natürlich direkt mitbeschreibt, weil, und scheiße, so ein Spieleberater war auch so heftig geil, einfach immer zum Durchblättern. Oh ja. Nicht mal wirklich, um das Spiel damit zu lösen, sondern einfach, was da alles für ein Zeug drin stand. Mega interessant. Jedenfalls, ich hatte den Spieleberater schon da und so weiter, und der hat immer wieder angerufen, und ich weiß es schon, irgendwie Weihnachten längst vorbei und so weiter, irgendwie schon, wir haben schon Februar, und der war immer wieder verschoben, und irgendwann dann beim 4. Mal hat meine Mutter da angerufen, hat richtig Stress bei denen gemacht, im Hintergrund hat man nur gehört, wie ich einfach bitterlich am Heulen war. Wirklich, ich habe richtig geweint, dass ich dieses Spiel nicht spielen konnte. Weil ich einfach mich darauf gefreut habe seit Monaten und ich hab's einfach nicht gekriegt. Und dann hat der einfach alles in die Wege geleitet, damit dieses Scheißspiel endlich nächste Woche mal angekommen ist. Und dann war ich einfach der glücklichste, krasse Dude für die nächsten Wochen mit diesem neuen Spiel. Ah ja, kurze Anekdote wollte ich mal einwerfen. Ich habe auf jeden Fall heftig geheult, dass ich Majora's Mask nicht bekommen habe damals. Zu Recht. Aber ist ja auch verständlich, oder Leute? Nachdem es viermal verschoben wird. Immer wieder, wenn es irgendwie, beziehungsweise, müsst ihr euch ja vorstellen, es war dann so, ja, das Spiel kommt am Freitag. Klein Chris so, ja, Freitag. Und dann rufen wir an, können wir das Spiel abholen. Ja, nee, kommt doch erst nächste Woche, Donnerstag. Nee, vor allen Dingen als, ihr, Leute, alle, die hier selber, die entweder gerade noch jung sind, oder halt, sich daran erinnern können, wie das früher war. Ihr wisst ganz genau, wie heftig lange eine Woche war als Kind, wenn man auf irgendetwas gewartet hat. Oder, Marcel? Alles war, hat viel länger gedauert. Warum ist das so? Ich glaube, die Zeit entwickelt sich erst später. Das Zeitgefühl entwickelt sich erst im Alter. Sonst denkt man, die Zeit vergeht gar nicht. Ja. So ein Scheiß, ey. Eine Woche damals war wie ein halbes Jahr heute fast schon, so ein bisschen übertrieben gesagt natürlich, aber das war schon heftig. Irgendwie eine, so, in 3 Tagen ist Weihnachten. Scheiße, noch so lange. So nach dem Motto, ne? Ja. Ach ja. So, okay. Alles ist alles anders. Okay, jetzt müssen wir erstmal weitergehen. Wir wollen nur mal kurz einwerfen hier. Wer ist das denn? Ist doch nicht etwa... Das ist eine blaue Imper. Das war ja beängstigend. Plötzlich wurde ich angegriffen. Vielen Dank, Reisender. Wie lautet dein Name? Aha, Maröl. Ich erkenne ein Dreieck auf deinem linken Handrücken. Es ist das Zeichen eines hyrulianischen Helden. Deswegen sind die Monster geflüchtet. Ich bin Imper, die Zofe von Prinzessin Zelda aus Hyrule. So hat man das früher auch mal ausgesprochen. Hyrule. Mhm. Hast du auch Hyrule gesagt früher als Kind? Ja. Ja. Wie jeder... Zelda oder Zelda bat mich, eine Sängerin namens Nairu zu finden. Bist du mir behilflich, Marcel? Maröl? In deiner Nähe fühle ich mich viel sicherer. Will die uns verarschen? Imper, wir kennen uns doch. Hallo? Gott sagen, Imper. Die sieht aber auch nicht so nett aus. Also die sieht aus wie ein Zombie oder so.
Urik Vito mit der 20-Euro-Spende. Vielen, vielen Dank, Vito, für deinen Beitrag. Ich werde deine Nachricht verlesen, sobald wir die Pause hatten. Ancachen. Wir haben unser Topia gefunden. Bald werden noch mehr von uns hierher kommen. Oh Gott, Affen. Welch ein herrlicher Platz, so reine Luft, wenn doch die Zeit stillstände. Oh oh. Wenn doch die Zeit stillstände, Leute. Foreshadowing. Keine Affen mehr. Ja, Brady, kannst du den Affen mal timeout, bitte? Danke. Ja, der Affe, ey, was ist mit ihm? Oh, das ist... Boah! Der Wumm. Ein Felsen mit einem Dreieck. Das muss ein Zeichen sein. Hallöchen, Trip of Art. Würdest du bitte diesen Felsen beiseite schieben, Marcel? Nö, ich geh einfach. Ich bin zu schwach. Ist das eigentlich immer der Anfang so? Oder nur, weil ich das Spiel verbunden habe? Das ist der Anfang. Der ganz normale. Ja. Ein PlayStation-Felsen. Vielen Dank, lass uns gehen. Ich wette, die snackt Nairo gleich heftig weg. Diese Fake-Imper. Okay, hier ist Musik. Da hinten rechts ist... Es ist schon auffällig, dass sie uns nicht wiedererkennt. Das ist sehr merkwürdig. Haben doch das Passwort eingesetzt. Oh! Oh, guck mal, der Vogel, der Papagei. Tschüss. Und der Ara. Was ist das für eine Hütte hier? Schade. Mit ihren Baumhäusern immer. Hallo, Kirin. Hast du Marcel gerade Affe genannt? Oh, ich will Nairo zuhören. Oh, wie geil. Stauze. Ich höre Nairo doch beim Dödeln zu. Beim Dödeln zu? Alter, der Arsch vom Affen, siehst du das? Ja. Richtig schön detailliert. Oh, wie bitte? Nairo ist die beste Sängerin von La... Von was? Von... La Bruna. Und Leute, ich glaube, die Affen sind redesigned worden dann in... Majora's Mask. Ah nee, das ist ja nach Majora's Mask gekommen. In Twilight Princess. Da ist der Arsch. Du darfst, Marcel. Majora's Mask hat auch Affen, stimmt. Genau, die da auch. Lalalal, ja, danke für die Unterhaltung. Ja, toll. Okay, tschüss. Die Alte will nicht. Nairo ist Asura, was zur Hölle? Ja, alles gefaked. Boah, gibt's echt immer noch Leute? Na, wenn wir ja keinen Stress haben, gibt's immer noch Leute, die Fates total f***. Oh, Mann. Ich weiß es nicht. Ja, ist immer so. Tut einem immer so leid, weißt du? Mit ihren falschen Vorstellungen immer. Das ist immer so. Naja. Lass mich vorbei, Mann! Oh, Schnauze! Okay, tschüss. Okay, was hat das jetzt. Okay. Einfach. Jeder Busch ist jetzt einfach wieder ein richtig krasser Endgegner. Wieso? Die Story von Fates war doch super. Ja, ja. Ja. Wenn du das glaubst, dann ist das schön. Dann ist kein Problem. Also, merkt ihr diese passive Aggressivität hier, Leute? Ich spüre negative Schwingungen von der anderen Seite der Leitung. Die Leitung bricht bald ab. Ich frage mich, ob ein drittes Spiel in Planung war. Weiß ich nicht, das wird Marcel uns sicherlich sagen können. Er ist ja eine Zelda-Trivia. Darüber haben wir doch schon mal geredet, ja klar. Die wollten 3 Zelda-Spiele machen. Das... Setz dich und zu, Mann! Nicht jetzt hier über dritte Spiel erzählen, okay. Okay, scheiß auf Aurore. Die können ruhig dem Kackbaum sitzen und ihre Geschichten erzählen. Ist das nicht bezaubernd? Was ist mit ihrer Hand los? Okay, jetzt ist sie aus dem Bild. Lalala. Apropos Hand. Wusstest du oder generell wusstet ihr, weil wir gerade eben kurz was zu Fates gesagt haben, das, behalt das mal im Hinterkopf, Marcel, dass ich ja gleich was zu sagen möchte, wenn wir die Szene hier zu Ende haben. Und das darfst du gerne lesen. Okay, aber jetzt wollte ich nur sagen, ja, es war Oracle of Secrets, war auch noch geplant. Aber da ging ja mit den Passwörtern nicht und keine Zeit gehabt, leider. Aber eigentlich waren 3 Spiele geplant, richtig geil. Gibt's auch coole Fan-Logos davon in grün. So, ihr seid abgesandte Hyrules. Ah nee, das ist ja der Typ. Hab ich recht? Impa und Marcel? Stimmt's? Eine Taube brachte Kunde. Ja, von eurer Ankunft. Mein Name ist Ralf, oder wie Hyrule Historia in der deutschen Fassung meint, Robin. Mein alter Freund Nairos. Kennst du da mein Video von? Ja, das erzählt Robin. Wie heißen euch willkommen? Danke, Ralf. Robin. Dankeschön. Du kommst den weiten Weg von Hyrule hierher?
Schön, dich zu sehen. Mein Name ist Nairu. Ich bin in tiefer Sorge, seitdem ich hörte, dass Labrynna großes Unheil bevorsteht. Außerdem bin ich viel hübscher als Dean. Hä? Wer hat das gesagt? Keine Sorge, Nairu. Ich, ja, bin hier. Ich jage jedes Monster. Das ist meine Meinung, das habe ich nur zitiert, ja. Also. Jedes Monster fort, das dir zu nahe kommt. Pardon, Marcel, doch ich zweifle daran, dass wir dich benötigen. Okay, er ist einfach richtiger Arsch. Du musst verzeihen, Marö. Ralf ist immer etwas aufgebraucht. Was? Aufbrausend? Er ist aufbrausend, wenn es um mich geht. Aber ist einfach ein Arsch. Ich spüre, das Böse naht. Ganz so wie Ralf. Das Böse ist im Busch, Leute. Was meint ihr denn damit? Da ist es. Alter. Wie sie guckt. Der Smile. Die guck mal, der Bär. Der Bär? Was der ist gerade verdeckt, aber muss auf den Bär achten. Von einer Sängerin, oder sollte ich besser sagen, von Nairu, dem Orakel der Zeiten. Das Böse wird sich nun direkt vor euren Augen manifestieren. Der Bär. Alter, erstmal den Mantel flashen. Boah. Boom. Tja, Link, hättest mal nicht deine Sachen abgegeben, wa? Zum Glück könnt ihr das Vieh sehen bei 60 FPS. Stimmt. Boah. Mach du das. Wieso? Du bist doch die Böse. Du hast ja gerade gesprochen. Aber nur als Impa. Ach so. Ausgezeichnet, Marö. Du hast mir ermöglicht, die heilige Barriere zu über... Der olle Scheißstein, oder was? Die heilige Barriere. Marcel ist einfach richtig so, Mann. Nochmal vielen Dank für die Scheißblume. Nein. Scheiß, das kannst du hier, dieses Zitat, das hat mich damals schon gekillt. Dieser Moment habe ich herbeigesehnt. Ich bin Verun, Meisterin der Schatten. Also wenn die und Onox ein Kind hätten, ey. Das fette Sichelfriese. Nairu, Orakel der Zeiten! Ich. Mache mir deinen Leib zu eigen. Ja, oder deinen Leib. Meinen Brotleib. Den kannst du nehmen. Was macht. Stoop! Keine Zeit zum Ausweichen! Boom. Alter, was ist hier los? Jetzt hat sie blaue Augen, blaue Haut. Junge Ralf, du hast ja gut was gemacht. Was hast du Nairu angetan, du alte Hexe? Gib sie sofort wieder frei, oder? Danke für die Scheißblume. Oder du wirst meine Klinge spüren. Ha! Ein tapferes Kerlchen! Du richtest dein Schwert gegen mich! Wenn du mich bezwingst, ist es Nairu, die stirbt. Boah. Alter. Richtig Ass im Ärmel. Nairu ist weit mehr als eine Sängerin. Sie ist das Orakel der Zeiten, das den Verlauf der Zeit steuert. Verrat doch nicht alle schon. Nun verfüge ich über die Kräfte. Das ist Orakels. Ich kann durch die Zeit reisen, wie es mir beliebt. Danke für die Exposition, Böser! Oh shit. Boah! Wee. Oh! Das ist immer so. Wee. Macht. Nun bricht eine neue Ära an! Ära des Hasses. Die Zeit der Finsternis! Warum schreien die denn alle immer so mit drei Ausrufezeichen? Ja, weil sie denken, sie sind auf der richtigen Seite in ihren Ideen und Plänen. Alter, du meinst, je lauter der Typ, desto falscher die Wahrheiten? Falscher die Wahrheiten? Egal. Ich werde nun die Vergangenheit aufsuchen, um zu machen, was mir beliebt. Achso, sagt sie. Hups, das wird beliebt. Also, ich glaube auch, das sagt er, ehrlich gesagt. Alter, die erstmal jetzt im Fluss ertränken. Die stehen sich gerade voll ihrer Liebe. Fuck, ich werde älter! Nein! Oder was auch immer gerade passiert. Alter, voll vom Blitzasche. Ist er wirklich älter geworden? Ja, du bist jetzt hässlich! Nein! Oh!
Affen versteinern alle bis auf der eine. Okay, der auch. Tot. Der Affe ist tot. Der Affe ist tot. Der kleine Junge wird jetzt bestimmt erstmal ein Zombie. Oder zu Stein. Also, warum musst du denn so lachen? Aber vielen Dank für diese Blume. Ey, das war doch der komische Bär da, oder? Bei Dog Country 3, oder? Ja, weil wir haben das letzte Tauschding gesucht und da warst du ganz kurz drin. Nee, der war das ohne ich. Und der hat irgendwie gesagt, nochmal vielen Dank für die scheiß Blume, ja. Ich fand das so großartig. Dieser Veran, sie konnte den Stein nicht berühren. Ja, aber sie konnte auch rüberspringen, oder nicht? Deswegen hat sie dich benutzt. Um ihr Herz zu ja, ist ein bisschen. Sie hätte einfach den Busch verbrennen können. Aber das akzeptieren wir mal. Was ist mit ihm los? Tot. Seit ihrer Kindheit weiß ich, dass das Orakel Zeit ist. Deswegen liebst du sie. Ich wich nie von ihrer Seite, weil ich ein kleiner perverser Sack bin. Ich habe sie ständig beschützt und begafft. Warum verfolgst du mich ständig? Du bist das Orakel der Zeit, ich muss dich beschützen. Aber ich dusche gerade. Wie ich sagte. Verdammt! Von dem Wasser beschützen. Der labert zu viel, so wie es auch dein Let's Play. Du hast mir jetzt einen Charakter, der so viel labert. Ja, kann ich ja nichts für. Den hast du gewollt. Und nun das. Nairo! Warte. Verzweifelt Schrei. Moment. Oh Gott, nein. Nairo! voll durch die Nacht. Ja. Und Link nur so, Alter, Junge, beruhig dich mal. Oh, und es ist wieder Tag. Jetzt kann er wieder leise reden. Trotzdem mit drei Ausrufezeichen. Nairo! Warte! What am I fighting for? Ich werde dich retten! Jung. Richtiger Anime-Schrei. Oh, da ist schon wieder. Nairo! Ich soll laut da draußen, ja, schlafen noch, Leute! Oh, Entschuldigung. Nairo! Jung. Tschüss. Alter, Impa. Impa ist Imba, die lebt einfach untötbar. Und jetzt wird richtig cool, Oh, Marcel. Du hast mich gerettet. Ach, jemand hatte von mir Besitz ergriffen. Ich bin gescheitert, Zelda. Zelda. Zelda! Sie spürte einen bösen Schatten in Hyrule's Nähe und bat mich, sie nach Hyrule zu bringen. Wie können wir dich vergessen, Nen von Holodrum? Siehst du, sie kennt mich, voll geil. Sie kennt mich tatsächlich, sehr gut. Sieh nur, was geschehen ist. Diese Veran jagt mir Angst ein. Sie hat mich dazu gebracht, ihr bedingungslos zu gehorchen. Sie hat mich zu Dingen gezwungen. Veran sagte, sie wolle in die Ich habe gerade erst die Veganheit gelesen. Reisen. Sie wollte in die Veganheit reisen. Sie muss irgendetwas mit Nairus Kraft vorhaben, um in der Vorzeit einen Plan in Gang zu bringen. Man spürt in Labrynna bereits die Auswirkungen. Daher müssen wir sie aufhalten. Verans Mummenschanz. Mummenschanz. Schön. Mummenschanz. Lange nicht mehr gehört. Mummenschanz ist, glaube ich, so Ränkeschmied quasi oder sowas, ne? Sowas in der Art. Meine Glieder ermattern lassen, keine Ahnung. Ermatten. Oder was vorhast, keine Ahnung. Ich kann kaum mich mehr bewegen tun. Maröl, wenn das Dreieck auf deiner linken Hand, ey. Ich weiß, dass es Triforce heißen soll, okay, aber ich will witzig sein. Das ist vielleicht der Held, der diese Welt rettet. Bitte hilf uns. Hier ist der Satz des Pythagoras. Ach ja, Zelda hat mir diesen Schild gegeben. Ich gebe ihn in deine Hände. Ich krieg ein Schild, cool. Einfach so krass. Du hältst einen Holst-Shield. Nicht die Veganheit. Maröl, suche den weiblichen Makubaum in Lünnerstall auf. Ist das wichtig, dass der gegendert wird? Warum ist das überhaupt relevant? Halt die Fresse! Eibenwald, Chris, danke für deinen Sub. Ich hab irgendwie so viele Chris als Subs mir aufgefallen. Vielen, vielen Dank. Willkommen bei den Glücksknilzen. Dieser Makubaum wacht über ganz Labrynna und kann dir sicher weiterhelfen. In den Wäldern östlich von dir liegt das Haus von Nairu. Dort werde ich mich ausruhen. Warum ist meine Stimme plötzlich normaler geworden? Für den Rest des Spiels muss ich jetzt ausruhen. Danke, Maulmann. A hoch 2 plus B plus hoch 2 gleich C hoch 2. Das heißt Quadrat hoch 2. Zum Quadrat, ey, meinetwegen. Chris sind scheinbar Herdentiere. Wer weiß.